Sonntag, 27. September 2015. 6.352 Fans kamen erwartungsfroh in die Getik Arena. Traditionell vor dem Spiel bei Stefan Michmel sind der Gästemanager Christian Fitzek und der sportliche Leiter des SCM Steffen Stiebler. SC Magdeburg, ist das ein Spiel auf Augenhöhe heute? Nein, das ist ja auch, das hängt ja von den Gegnern ab, gegen die man gespielt hat. SCM hat schon bei deutlich stärkeren Gegnern gespielt als wir. Ich denke, dass Magdeburg den Schritt uns voraus ist, den sie sich auch verdient haben in den letzten Jahren durch eine wirklich sehr gute Arbeit, kontinuierlich aufgebaut. Die Mannschaft, die Halle ist wieder richtig voll, das ist ein Hexenkessel hier. Ich glaube nicht, dass wir Favorit sind. Ich glaube, dass Magdeburg zu Recht den Anspruch hat, oben auf die ersten vier Plätze. Und da sind wir noch ein bisschen von weg. Die Stimmung ist gut. Ich denke, dass wir uns sehr gut vorbereitet haben diese Woche. Haben noch mal einige Sachen verändert, versucht neue Impulse zu setzen und ich glaube, dass wir heute eine sehr heiße, kampfstarke Mannschaft erwarten können. Auf geht's also in die Partie. Und Dario Quenstedt hält gleich beim ersten Angriff. Und den Tor! Den Torreigen eröffnet Matthias Musche mit dem 1:0. Dann bereits deutet sich eine entscheidende Grundlage für den heutigen Spielverlauf an. 7 Meter für Hamburg und Dario Quenstedt hält das Ding. Die Halle tobt. Das ist ein Auftakt nach Maß. Er ist wieder bestens drauf. Robert Weber klaut sich den Ball und sehenswert geht es über Michael Haas zu Matthias Musche. 2:0. Hier das 3:0 durch den hervorragend in Szene gesetzten Robert Weber. Es folgt eine Auszeit des HSV. Die bringt nichts. Matthias Musche netzt ein zum 4:0. Erst in der 8. Spielminute gibt es mit dem 4:1 ein erstes Tor für den HSV. Und wieder 7 Meter für den HSV und Dario hält. Die Halle ist ein Tollhaus, auch weil es mit Dario so weitergeht. Er nimmt sich den Ball und mit einer wahren Fackel netzt Michael Haas zum 7:3 ein. Wieder 7 Meter für den HSV. Sie verzweifeln. Dario hält wieder. In der 25. Minute macht Finn Lemke das 12:7. Jetzt 5 Tore Vorsprung. Der HSV kämpft um den Anschluss. Hier das 13:9. 2 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff trifft der HSV mit dem 14:11 zum Halbzeitstand. Auch der Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist in der Halle. Auf geht's in eine muntere zweite Halbzeit. Finn Lemke, gut von Marco Besak angespielt, holt einen 7 Meter raus, den Robert Weber sicher verwandelt. 16:12, der SCM 4 Tore vor. Parade Dario Quenstedt, im Gegenstoß Matthias Musche mit dem 17:12, jetzt 5 Tore Vorsprung. Es ist immer das gleiche Prozedere. Dario hält und dann im Konter Jakob Baggerstedt, 18:12. Kevin Schmidt mit dem 13. Tor für den HSV. Hannes Lindberg verkürzt hier für den HSV auf 18:14. Der Held im Tor hält, Dario Quenstedt. Und wieder Dario! Und es folgt prompt das 21:16 durch den Regisseur Marco Besiak. 7 Meter für den HSV und auch der wird eine Beute von Dario Quenstedt. Robert Weber hat aufgepasst und nun schlägt wieder Matthias Musche zu. In der 49. Minute. Finn holt sehenswert den Ball zurück. Es klappt heute vieles. Und nun steigt er hoch und lässt es krachen. 25:18. Das 26:18 macht Matthias Musche. Der SCM jetzt 8 Tore vor. Die Fans feiern ihren Club mit Laola-Wellen. Aber der HSV gibt nicht auf. 7 Meter. 27:22. Kurz darauf dann Adrian Pfahl mit dem 28:24. 5 Minuten vor Schluss. Kurioses 29:24 durch Marco Besiak. Er trifft auf das leere Hamburger Tor. Der HSV macht das 31:27. Sie treffen jetzt besser.
Aber die letzte Minute läuft, die Halle feiert bereits. Hier das letzte Hamburger Tor, 31:28. Mit seinem 5. Tor netzt Michael Haas zum Endstand ein, auch weil Dario Quenstedt noch einmal hält. 32:28 gewinnt der SCM verdient gegen den HSV Handball. Und hier die Stimmen zum Spiel. Jogi, der Start 0:4 war mit Sicherheit das, was ihr nicht wolltet. Wie schwer ist es dann weiterzumachen? Ja, da waren ja erst 10 Minuten oder 5 Minuten gespielt. Also da muss man weitermachen, klar. Und wir haben immer an unsere Chance geglaubt. Und trotzdem war uns bewusst, dass wenn das passiert, dass das der schwerstmögliche Weg ist, hier um ja, Punkte mitzunehmen. Ja, aber trotzdem, wir haben alles gegeben, Vollgas gegeben und mehr war heute einfach nicht drin. Wo siehst du die Ursache? Der SCM so wahnsinnig motiviert, die Halle so verrückt? Oder, weil du kennst sie ja. Ja, natürlich. Aber wenn der Magdeburg gegen uns nach dem Saisonstart jetzt nicht motiviert ist, wo sie wissen, dass man uns schlagen kann, weil wir einfach nicht die Qualität haben im Moment, dann wird's natürlich, dann wäre es bitter. Und von daher hat Magdeburg genau gewusst, dass sie uns kriegen können. Und wir haben auf unsere Chance gewartet. Und da haben wir am Anfang schon zu viel liegen lassen, deswegen war es schwer. Trotzdem, wir haben ein paar super Paraden von dir gesehen. Wie geht's für euch jetzt weiter? Ja, weiter jetzt gegen Eisenach zu Hause, da wollen wir punkten und wieder ein Stückchen nach oben rutschen. Aber wir spielen bis jetzt relativ stabil. Heute war es mal nicht so gut, aber wie gesagt, wir haben eine neue, ganz neue Mannschaft, da ist das vollkommen okay. Ich sehe das ganz nüchtern. Wir haben eine sehr kompakte, aggressive, disziplinierte Deckung gespielt und dann fällt es natürlich leichter, im Tor die Bälle zu halten. Aber beim 7 Meter stehst du allein und die Hamburger hatten etwas Verzweifeltes im Gesichtsausdruck. Ja, beim 7 Meter ist es auch mehr so 50-50. Ich habe mich wie immer gut vorbereitet auf die Schützen, auf Hamburg. Und es ist natürlich schön, wenn ich dann die 7 Meter halte. Gab es vor dem Spiel eine spezielle Taktik? Es sah heute vieles anders aus. Vieles lief, was sonst nicht lief. Viele Bälle kamen genau richtig, wurden auch wieder Abpraller aufgenommen und das... Also es lief. Ja, also wenn ich jetzt als Torhüter anfange, vorne über die Taktik zu sprechen, bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann nur sagen, dass wir in der Abwehr sehr diszipliniert gespielt haben, nicht viel zugelassen haben, wobei ich sagen muss, dann in den letzten 10 Minuten war dann die Luft vielleicht ein bisschen raus. Wir waren uns wahrscheinlich auch etwas zu sicher dann, hatten aber dann Gott sei Dank genug Vorsprung, sodass wir die beiden Punkte jetzt mitnehmen konnten. Okay. Ja, grundsätzlich war es ja für uns kein einfaches Spiel, weil also Hamburg war im letzten Spiel so ein bisschen im Aufwind, wir nicht unbedingt. Und deswegen waren wir halt erstmal gezwungen, ein bisschen was zu zeigen. Und ich glaube, man hat es uns auch angemerkt. Wir wollten von Anfang an und wollten ein bisschen was wieder gut machen für die Auftritte der letzten Zeit. Und ich glaube, das ist uns auch so eigentlich über 50 Minuten relativ gut gelungen. Waren ziemlich souverän, haben vorne auch besser gespielt und weniger technische Fehler. Und Abwehrstand gut mit dem überragenden Dario dahinter. Ja, dann war es erstmal wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Dass wir, auch wenn wir plus 7 vorne sind, dass wir dann bei den ersten zwei Fehlern so ein bisschen wackeln, ist vielleicht gerade auch normal. Normal, wenn man jetzt Kritik üben will nach so einem Spiel, kann man sagen, wir hätten das noch früher zumachen müssen. Aber letztendlich sind wir jetzt erstmal froh, dass wir so ein Spiel gewonnen haben, dass wir so für den Moment mal in der Spur sind. Und ja, war jetzt einfach unglaublich wichtig für unser Selbstbewusstsein, dass wir das einigermaßen souverän über die Bühne kriegen.